Zero. Tante Lenore hatte mit 99 Jahren im Krankenhaus die Augen geschlossen und nicht mehr geöffnet. Als sie im Januar das Fernsehflackern der Schneeflocken vor dem Fenster betrachtet hatte, hatte sie dabei noch Brezeln gebacken. Sie steht immer noch brezelbackend in der Wohnung, als wir sie räumen. Tante Lenore haftet überall, wie das tote Baby in der Strohhütte in Mbeza. Sein Geist hing über dem Bettchen und umklammerte die Medikamentenschachteln mit den Pillen, die nichts genützt hatten. Es war vor 2 Monaten, erzählt die Mutter, da hat es sich übergeben. Es hat nicht mehr aufgehört, wir haben ihm etwas gegeben, dann kam der Durchfall. Meine Eltern machen Notizen. Die Mutter holt Fläschchen und Pillen vom Schrank. Ich kann bis 10 zählen, es sind mehr. Ich kann das Kind schreien und spucken hören, ich kann es riechen, ein gequältes Schreien, bis die Lebensgeister es verlassen. Seitdem habe ich Angst, wenn ich mich übergeben muss. Ich spüre den Tod in meinem Hals aufsteigen. Im selben Jahr hat sich meine Lehrerin übergeben. Ich war 4,5 und genoss Hausunterricht. Wir waren alle da. Es kam so plötzlich, dass sie nicht einmal mehr Zeit hatte, die Klotür zu schließen. Ich sehe sie noch, die Arme um die Kloschüssel gelegt, wie sie hineinwirkte und nicht mehr aufhörte. Malaria. Sie starb einige Wochen später. Als ich das nächste Mal Kotze sah, war sie gezeichnet in einem Schulheft im Lebenskundeunterricht in der 1. Klasse. Ich war 5. Der Unterricht war nach dem Tod meiner Lehrerin in ein britisches Internat verlegt worden, das ich als Tagesschülerin zu besuchen hatte. Gezeichnet war da ein Mann, bewusstlos am Boden, zu seiner linken Kotze, zu seiner rechten umgekippte leere Bierflaschen. Darunter stand in schwarzen großen Buchstaben Task 1. What do you think happened to this man? Task 2. Why do you think it happened? Task 3. Why is this unhealthy? Ich trinke noch immer keinen Alkohol. Blättert man eine Seite weiter, um sich den grünbraunen Farbfleck des Mannes nicht mehr länger ansehen zu müssen, findet man die Abbildung eines etwa 14-Jährigen, der sich eine Spritze setzt. Task 1. What's this boy doing? Task 2. Why is this dangerous? Ein Bild folgt, wie er im Krankenhaus im Tropf hängt. Task 1. Why did he need to go to the hospital? Als ein Junge sich an der Montagmorgenversammlung des Internats mitten in die umstehenden Schüler übergab und ihn der Headmaster zusammenstauchte, er hätte aufs Klo rennen müssen, bekam ich Angst davor, mich übergeben zu müssen, wenn andere Menschen dabei waren. Ich umspann mich in einen Kokon. Nähe und Berührungen waren verboten. Im Kokon war nur Platz für mich und die Welt, in der alles Gefühle hatte. Ein Wesen, eine Seele. Eine Welt, in der die Dinge zu mir sprachen. Die Anwesenheit anderer brach durch eine Oberfläche. Meine Gefühle zogen sich zurück und stauten sich vor dem anderen. Die Wand, die es brauchte, um sie zurückzuhalten, wurde immer dicker. Mit knapp 6 bekam ich einen Schulorden verliehen dafür, dass ich eine Woche lang nicht geweint hatte. Wände und Böden sind keine Einzelwesen, sondern Welten von andersartigen Kreaturen, die ihren eigenen Systemen folgen. Wenn man lange genug hinsieht, verschmelzen sie zu Wandfüchsen und Schwimmern, zu Trampolinspringern, die in aufgerissene Löwenmäuler hüpfen. Sie leben und bewegen sich. Mein Atem ist der Wind ihrer Welt. Sie nehmen mich nicht wahr, folgen nur ihren eigenen Regeln, wiederholen ihre Bewegungen Tag für Tag und jedes Mal ein bisschen anders. Wird der Hahn in der Wüste das Pferd jemals treffen, bevor es zu Knochen zerfällt? Task 1. Why do you think is everything so dry? Task 2. Where is the water gone? Task 3. How can you save water? Wenn man mich ließ, brauchte ich 2 Stunden, um meine Haferflocken zu essen. Ich brauchte eine Reihenfolge, in der ich die ballspielenden Seehunde, die Cowboys, das Gesicht meines Vaters und die Blumen aß, und ich brauchte die Überwindung, ihr Wesen zu zerstören. Mit leichtem Ekel nahm ich meinen Vater wahr, der energisch mit dem Löffel in seine Schüssel stieß, ohne sich ein einziges der Wesen anzusehen. Vater ist eine Wespe. Ich bin eine verpuppte Raupe. Wir haben ab und zu Probleme in der Kommunikation. Wenn sich Menschen um mich herum nicht hektisch bewegen oder so laut reden, dass ich zu schreien und um mich zu schlagen beginne, weil sie Löcher in meinen Kokon bohren, vergesse ich sie. Ich kann mich deshalb nur noch an das Gesicht der einen Ärztin erinnern, von 2, die mir Elektroden in die Haare geklebt hatten, um stumme epileptische Anfälle des an die Wand starrenden Kindes auszuschließen. In einem kleinen Fernseher ritt Mowgli auf Balus Bauch durch den Fluss. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Ich schreie wie am Spieß. Man hat gesagt, es könnte mir schwindlig werden, und mit Schwindel kommt die Übelkeit. Die Frau, die mich mit ihren Berührungen an Armen und Schultern in ihre Welt reißt, hat ein rundes Gesicht,
kurze, haselnussbraune Haare und verfolgt mich in meinen Träumen. Aufgrund der Unergiebigkeit des EEGs folgt ein IQ-Test des seltsamen Kindes. Buchstaben fügen sich von selbst zusammen, Zahlen sind sperrige Dinge, seltsam gesetzte Zeichen ohne Ordnung oder System. Die Intelligenzfragen beantwortete ich mit Gegenfragen, woraufhin die Psychiaterin ein Kreuz setzte und etwas anderes fragte. Das seltsame Kind war beinahe hochbegabt und strohdumm gleichzeitig. Keine der Fragen hatte mit dem Wesen an der Wand zu tun gehabt. Ich war dem Wesen der Zahlen gefolgt. Die 1, ein schlaksiger Tu nicht gut, passte gut zur 3. Die 2, ein heranwachsendes Mädchen, vertrug sich blendend mit ihrer Mutter der 8. Die 3 war der kleine Bruder der 6. Die beiden hatten es faustdick hinter den Ohren. Die 4 war die große Schwester der 2, eine Einzelgängerin, aber eigentlich war sie unsterblich in die 6 verliebt. Die 5 war ein Familienvater und weiser Vermittler. Manchmal ging er mit der 7 etwas trinken. Die 8 war die Älteste, die Mutter für alle. Die 9 war der Leibwächter und schützte die Zahlen vor der 0, die alles zu nichts machen wollte. Die 0 war mir nahe, weil sie nichts tat und dabei so viel. Sie war ein Kokon, der zusah und sich nur manchmal daneben stellte, aber keine Beziehungen hatte. Die 0 hatte mein Wesen. Wenn man mich wahrnimmt, hören die Dinge auf zu atmen. Sie sterben und erstarren. Die Dinge funktionieren anders als die Menschen, die alles gleichzeitig sagen, wenn sie schweigen und dabei ihre Hände auf meine Oberfläche legen, sodass auch ich aufhöre zu atmen und alles nach hinten verstaue, ihnen ein Zimmer leer räume und es sie mit Worten und Gesten füllen lasse. Ich bin weit weg, wenn ich mit ihnen rede und die Erwachsenenluft schnappe. Ich schaue nicht hin, wenn ich ihnen vorlese, weil sie mich dann nicht sehen. Ich habe das Gesicht abgewandt, die Stirn drückt gegen den Kokon. Dahinter hört das Universum auf. Kinderluft ist süß wie eine Banane. Erwachsenenluft schmeckt wie die Malaria-Tablette, die man hineingedrückt hat. Bitter dringt sie in den Kokon wie Säure. Beim Nachhausekommen umspülen mich Wellen von Kindheit. Das Kind macht seltsame Zeichnungen, in denen Menschen am Himmel gehen und Vögel am Boden fliegen. Es hat Wutanfälle und erzählt 4 Stunden am Stück Geschichten. Man bringt es wieder zum Psychiater. Anstatt Malaria-Tabletten sind die Pillen jetzt klein. Sie lassen die Grenzen des Kokons verschwimmen. Das Kind geht unter im Meer einer fremden Welt, in dem es noch dasselbe ist. Sie ist ruhiger, sagen sie. Einmal die Woche muss sie mit der Frau reden, die ihren IQ getestet hat. Einmal die Woche muss sie erzählen, wie es in der Schule läuft. Sie spürt, dass das Interesse der Frau nicht das Interesse einer Mutter ist. Wenn sie sich zu Hause bewegt, halten alle die Luft an und warten auf das Unglück, das passieren muss, weil sie immerfort mit der Welt hinter dem Kokon kollidiert. Die Frau, die sie einmal wöchentlich besucht, notiert die Unglücke in einer Akte. Lehrer füllen einmal die Woche ein Blatt aus, das sie nach Hause bringen muss. Ihren Namen darin kann sie schon lesen, sogar noch mehr. Lesen lernen hatte einen halben Tag gedauert. Buchstaben waren nie ein Geheimnis gewesen. Buchstaben hatten kein Wesen, sie waren bloß Zeichen. Wenn sie sich zusammenketteten, wurden sie zu Wortwesen. Worte atmeten, wenn sie sie verstand. Umarmung ließ sie Gänsehaut spüren. Das Wort drang bis in die untersten Schichten ihres Kokons zu ihr durch. Würde man sie umarmen, würde man sie erdrücken. Das Wort umschloss sie, war eine Bestätigung ihres Daseins, weil es Sehnsüchte am Leben erhielt, die sie an die Welt dahinter fesselten. Ich bin eine nach Hause gekehrte Vagabundin. Ich kenne die Luftzüge. Ich schmiege mich an den Boden meines Zimmers und lasse die Blicke der Möbel auf mir ruhen, die mich haben groß werden sehen. Ich kann ihr freudiges Knarren hören, wenn ich das Zimmer betrete. Sie merken, wie sich das Mädchen jedes Mal ein bisschen mehr verändert, sehen, wie die Säure der Erwachsenenluft da draußen ihren Kokon anfrisst. Ich lasse Leben in ihre hölzernen Adern pulsieren, lasse Luft in ihre Zwischenräume quellen, sie beginnen zu atmen und leben auf wie ein Orchester, wenn die Dirigentin die Arme hebt. In der 6. Klasse gab es einen Jungen. Unsere Häute prallten aneinander, als ich seinen Blick auswich, der meinen nicht treffen wollte. »Der ist wie ich«, sagte ich. Der braucht die Pillen auch. Seine Mutter fand nicht, dass er die Pillen brauchte. Der ist nicht krank, sagte sie. Einmal packte ihn der Lehrer beim Kragen, da nahm sie ihn von der Schule. Er lebt jetzt zwischen versponnenen Menschen und darf nicht mehr nach Hause, weil er seine Mutter mit dem Messer bedroht hat. Task 1. What's this boy doing? Task 2. Why is this dangerous? Task 3. Why did he need to go to the hospital? Es gibt Zeiten,
Da verschwimmt die Welt um den Kokon und Dinge mogeln sich hinein, die man sonst nicht sieht. Dinge wie der Stoffhund, der immer im Bett liegt und nach einem langen Streit im Land Rover, daneben ein gepackter kleiner Rucksack. Vater hinter dem Steuer, wie er den Motor anlässt. Das Frösteln der nackten Haut unter dem ehemals flauschigen Pyjama bleibt. Das Herzklopfen und die Ungläubigkeit darüber, was geschieht. Ins Internat. Mitten in der Nacht. Mutters rotes Hemd bleibt, schräg zugeknöpft und zerknittert. Ihre Arme, die die Wagentür aufreißen und mich hinausziehen. Sie schickt mich weg. Ich höre, wie sie Vater anschreit, weil er mich aufgegeben hat. So ehrlich war sie nicht. Der Kokon tut sich einen Spalt weit auf, als Vater mit dem Rücken an der Wand hinuntergleitet, die Hände vors Gesicht schlägt und zu weinen beginnt. Die Luft atmet Schuldfarben hinein. Die Welt um den Kokon verschwamm nachts, wenn sie sich anschrien, der Kokon zitterte, als Glas an der Wand zersplitterte. Die Welt verschwimmt, wenn ich nicht schreiben kann, der Kokon stülpt sich nach außen, die Worte verbrühen in den ungekühlten Gefühlen an der Luft. Der Kokon ist dünnwandig geworden, die Leute drücken daran, ich versuche ihn zusammenzuhalten. Wenn ich schlüpfe, braucht nur jemand meine Flügel zu berühren, um mich zu zerstören. Mein Kokon fährt manchmal am Leben vorbei, und wenn es sich verändert, sehe ich nicht aus dem Fenster. Ich steige erst im letzten Moment aus, wenn der Kokon schon steht, und dann falle ich hin. Wenn ich mir weh tue, pflastere ich den Kokon dick zu. So dick, dass ich noch weniger sehe und noch öfter hinfalle. Doch wenn die Wand dick genug ist, merke ich den Richtungswechsel nicht. Ich liege am Boden und wähne mich in der Luft. Ich gehe im Himmel und die Vögel fliegen am Boden. Und es ist dann, wenn ich wieder ganz ich selbst bin.